Herzlich willkommen zu Gröblein Guest. Heute freue ich mich ganz besonders, hier wieder mal aus Berlin zu berichten, und zwar mit Kerstin Rippel, der Hauptgeschäftsführerin unseres Stahlverbandes Wirtschaftsvereinigung Stahl. Herzlich willkommen hier bei uns im Büro. Hallo Gunnar, freut mich, hier zu sein. Wir freuen uns auch sehr, dass du da bist. Bei dir ist es jetzt erster Geburtstag, nicht wahr? Erster Geburtstag in der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Du kommst aus einer sehr regulierten Branche, von den Übertragungsnetzbetreibern Strom, also auch ein sehr politisches Umfeld, und bist jetzt in so hardcore wirtschaftliche und globale Produkte eingestiegen. Wie geht's dir so nach einem Jahr? Mir geht's hervorragend nach einem Jahr. Nach einem Jahr harter Arbeit mit euch gemeinsam, mit meinem Team von der Wirtschaftsvereinigung Stahl gemeinsam. Und ich bin ja tatsächlich, wie du sagst, von einem regulierten Monopol, um es klar zu sagen, in einen Bereich gewechselt, der in einem unfassbar harten internationalen Wettbewerb steht. Und das war sozusagen der größte Change. Hm. Und das war auch etwas, was ich unterschätzt habe. Also wie hart es tatsächlich ist und auch, will ich ganz offen sein, anstrengend. Also es ist eben kein, walk through the park, sondern wir müssen echt kämpfen. Und wem sage ich das? Also du bist Mitglied in der Wirtschaftsvereinigung Stahl. Wir kämpfen gemeinsam. Und das finde ich sozusagen das schönste Erlebnis, dass ich überall, wo ich hinkomme, in die Mitgliedsunternehmen und auch bei uns in der Wirtschaftsvereinigung Stahl, ein wahnsinniges Solidaritätsgefühl erlebe, also ein Gemeinschaftsgefühl, wo wir sagen, da geht keiner alleine los, wir sind ein Team, wir lassen niemanden hängen, und das ist ein ziemlich großartiges Gefühl bei aller Anstrengung. Ich glaube, das ist ja auch das Wichtige, ne? Wir alle gehen durch eine Transformation, wir alle, sagen wir, richten uns neu aus als Stahlunternehmen. Und zwar egal, ob das jetzt nun die integrierten Hüttenwerke sind oder die Elektrostahlwerke. Wir stehen alle vor den Herausforderungen der Transformation, beziehungsweise sind mittendrin. Insofern ist dieses Solidaritätsgefühl aus meiner Sicht auch genau richtig jetzt, dass wir als Branche einheitlich auftreten und einheitlich auch deutlich machen, welche Bedeutung wir für die Gesellschaft haben, aber welche Herausforderungen wir auch haben, nicht wahr? Ja. Und da haben wir ein Thema speziell jetzt in den letzten Monaten vorangetrieben, auch wieder über die WV Stahl. Und das ist das Kennzeichnungssystem LESS, Low Emission Steel Standard. Was ist denn das? Ja, das ist eine gute Frage, ne? Das ist etwas, was uns hilft, grüne Leitmärkte zu etablieren und am Ende dafür zu sorgen, dass eine grüne Produkteigenschaft, also der grüne Stahl, tatsächlich nachvollziehbar, transparent und standardisiert gelabelt werden kann. Dass also die Kunden der Stahlunternehmen tatsächlich wissen, wo grüner Stahl draufsteht, ist am Ende auch grüner Stahl drin. LESS bedeutet Low Emission Steel Standard, also wie ja Denglisch im Jahr ganz besonders, aber die Abkürzung ist natürlich umso schöner. Also es geht darum zu sagen, wie viel CO2-Emission ist denn drin in diesem Stahl? Und der Low Emission Steel Standard, den wir von der Wirtschaftsvereinigung Stahl, man kann sagen zusammen mit der Branche, weil wir es auf Basis eines langen, monatelang andauernden Stakeholder-Prozesses im Bundeswirtschaftsministerium aufgebaut haben, ist insofern etwas ganz Besonderes, dass es die, wie von dir erwähnten, Bedürfnisse beider Produktionsrouten, also die der Hochofenroute und auch die der Elektrostahlroute, zusammendenkt. Ne? Also es geht immer darum zu schauen, wie viel Schrotteinsatz ist gemacht worden und wie viel Transformationseinsatz hat so ein Hochofenbetreiber hingelegt. Also diese Kombination ist ziemlich einzigartig und hat jetzt, wir haben es am 22. April bei der Hannover Messe vorgestellt, in den Wochen und Monaten danach, jetzt haben wir sehr viel europäische und auch internationale Aufmerksamkeit erregt. Und alle fragen jetzt nach und wollen doch irgendwie mal gucken, ob man nicht mitmachen kann oder sich zumindest auf den Standard einlassen kann. Und genau das war unser Ansatz. Wir haben gesagt, wir wollen ja nicht eine Insellösung werden und Deutschland macht da irgendwas, sondern wir wollen international anschlussfähig sein. Und das ist vielleicht der zweite sozusagen unique selling point, dass wir sagen, wir können international anschlussfähig sein. Wir laden alle in Europa und gerne auch international ein, mitzumachen bei diesem Standard. Und wir merken jetzt, dass durch dieses First-Mover-Sein, auch in diesem sozusagen regulatorischen Bereich, dieses Vordenken, tatsächlich Aufmerksamkeit erregt wird und sind jetzt in Gesprächen in Europa und auch international, wie man das eben auch öffnen kann und weiterentwickeln. Mhm. Ich glaube, was ganz wichtig ist bei diesem Standard, ist, dass wir tatsächlich die Branche mit dabei haben. Wir haben die Politik mit dabei, mit dem Bundeswirtschaftsministerium, aber auch die Zertifizierer. Genau.
Denn wir wollen uns ja, sagen wir mal, neutral zertifizieren lassen. Sollen, werden ja nicht wir festlegen, ob wir grün sind oder nicht, sondern wir haben das Regelwerk dazu erarbeitet. Und jetzt gibt es einen TÜV oder einen DMVGL und wen auch immer, die uns letztendlich dort zertifizieren können und damit das ganze Thema des Greenwashings, was wir in anderen Branchen immer wieder mal in der Diskussion haben, von vornherein mit ausschließen. Du hast gerade einen Aspekt mit reingebracht, nämlich das Thema des grünen Leitmarktes. Also die Frage, wo werden grüne Produkte, wie zum Beispiel grüner Stahl, vorzugsweise erstmal eingesetzt? Wie ist denn da so dein Eindruck von der Diskussion zu grünen Leitmärkten? Werden wir die haben? Werden die kommen? Gibt es da eine Nachfrage zu? Also ich meine, es geht ja darum, mit unserem Low Emission Steel Stand genau diese Nachfrage anzureizen. Und das hätten wir ja nicht gemacht, wenn wir nicht aus dem Markt schon erste Impulse gesehen hätten. Mhm. Also Mitgliedsunternehmen, ich nenne jetzt keine Namen, Gunnar und ich, die haben ja schon Memorandum of Understandings abgeschlossen, teilweise Letter of Intents, die man hört, von Abnehmern aus den großen Branchen, Automotive, ohne jetzt auch da Firmennamen zu nennen, oder auch Maschinenbau oder aus der erneuerbaren Branche, also Offshore. Da gibt es Nachfrage. Die wollen alle auch ihre eigene Nachhaltigkeitsberichterstattung ja steuern. Ja? Also die wollen ja auch ihre Nachhaltigkeitsstrategie positiv beeinflussen. Und dazu brauchen sie den Grundstoff Stahl, den Grundstoff emissionsreduzierten, einfach ausgedrückt grünen Stahl, um eben ihren Product Carbon Footprint oder in anderen Branchen eben das Global Warming Potential, da gibt es ja unterschiedliche Ausdrücke, positiv zu beeinflussen, und dafür sind wir da. Also die Nachfrage im Markt ist da, aber der Markt selbst ist eben noch nicht so ausgestaltet, dass es gut passen könnte, und deswegen brauchen wir diesen Übungsfall, diesen grünen Leitmarkt, um eben dem grünen Produkt auch das Preisschild zu geben. Und wie es immer so ist, und da passt es ganz gut, dass Sie aus so einer regulierten Branche kommen, da geht es ja darum, die Realität und die Regulatorik einander anzupassen. Mhm. Und ein grüner Leitmarkt ist eben so eine Übungsform, der mitgibt, wie so ein Preisschild gestaltet werden kann. Und was wir jetzt deswegen brauchen als nächsten Schritt, ist eben nicht nur die schöne Ankündigung aus dem BMWK und das Lob aus dem BMWK, wie toll wir das gemacht haben, sondern wir müssen jetzt schauen, dass das Vergaberecht auch entsprechend transformiert wird. Also, dass nachher Ausschreibungsbedingungen so ausgestaltet sind, dass da eben als KPI nicht nur der Preis steht und die Qualität, sondern sehr, sehr konkret Nachhaltigkeitskriterien wie eben grüner, emissionsreduzierter Stahl. Und da ist LESS und genau wie du sagst, zertifiziert durch unabhängige TÜVs, ja, also der TÜV-Stempel kommt drauf, ganz hervorragend geeignet, um dann zu sagen, hier, wir können hier mitbieten, wir bieten diese KPI, könnt ihr schon mal einen Haken dran setzen. Mhm. Und du hast gerade das Thema Offshore-Wind angesprochen. Da sehen wir in anderen Ländern außerhalb von Deutschland, in Europa, dass Kriterien jenseits des Preises ja da eine Rolle spielen, Nachhaltigkeitskriterien. Und da kann man, glaube ich, dann mit solch grünem Stahl, LESS-zertifiziertem grünen Stahl, ganz gut in diese Nachhaltigkeitskriterien mit reinliefern und hoffentlich dann auch einen Weg finden, dass wir das in Deutschland in die Ausschreibungsmodelle mit reinbekommen. Du hast also Offshore-Industrie hast du genannt, du hast die Automobilindustrie genannt, da fallen uns sicherlich noch drei weitere Industrien ein. Ja. Es gibt aber für mich einen wichtigen Bereich, wo das auch unmittelbar mit reinspielen kann, das ist der ganze Bereich der öffentlichen Beschaffung. Also wir stehen da vor riesigen Investitionen in der Infrastruktur, ob ich an Brücken denke, an öffentlichen Personennahverkehr etc., städtebauliche Projekte, wo ja nun auch das Thema CO2 nicht nur im Betrieb, sondern auch in der Bauphase immer stärker eine Rolle spielt. Und ich erwarte schon, dass wir über LESS damit auch einen Impuls setzen können für die öffentliche Beschaffung. Stichwort sagen wir, Ausschreibungsbedingungen hast du gerade angesprochen. Dass wir letztendlich auch in diesem Markt ein Angebot machen können, CO2 reduziert von vornherein zu bauen und nicht erst in der Betriebsphase zu sein. Wie siehst du das? Das sehe ich unbedingt genauso. Ich würde so ausdrücken, dass ich erwarte, dass der Staat, unsere Regierung hier mit gutem Beispiel vorangeht mit der öffentlichen Beschaffung. Mhm. Denn der Staat, unsere Regierung, ist es ja auch, die die Klimaziele vorgibt. Also du kannst ja nicht auf der einen Seite Ziele vorgeben und auf der anderen Seite sagen, ja gut, dann lassen wir mal die Privaten irgendwie machen und wir lehnen uns zurück. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass eine große Lehre aus dem Debakel ums Gebäudeenergiegesetz eben dieses sein könnte, dass man als Staat erstmal sagt, wir gehen mit gutem Beispiel voran, wir gestalten die öffentliche Beschaffung so, dass wir als Regierung, wir als Staat auch die Ziele, die wir allen setzen, erstmal selbst erfüllen. Also das könnte ein ganz hervorragendes Anliegen sein. Außerdem ist es Selbstzweck, denn
durch die Schaffung von grünen Leitmärkten, und LESS ist eben der erste Schritt dahin, lösen wir ja langfristig, perspektivisch die ganzen Anschubförderungen, oder du sagst ja oft Anschubinvestitionen in die Zukunft, auch wieder ab. Das heißt, wir tun uns selbst als Gesellschaft auch etwas Gutes, wenn der Staat als der Vertreter der Gesellschaft auch mit gutem Beispiel vorangeht und auch die öffentliche Beschaffung entsprechend umgestaltet. Also bin ich voll deiner Meinung und ich halte es sogar für ein Muss. Und aus meiner Sicht, nicht nur tun wir uns als Gesellschaften gefallen, sondern auch als Industrie. Denn es kann ja nicht sein, dass wir dauerhaft sozusagen am Tropf von, jetzt sage ich es auch bewusst, Subventionen hängen, sondern es ist, für mich ist es eine Anschubinvestition in den Standort Deutschland, was gerade auch an Fördermöglichkeiten da ist. Und am Ende müssen wir selber laufen können. Und das muss auch wirtschaftlich sinnvoll möglich sein. Und ich gebe dir recht, da kann ein grüner Leitmarkt über ein Zertifizierungsmodell wie den Low Emission Steel Standard ein Weg sein, genau diese Wettbewerbsfähigkeit auch relativ zügig hinzubekommen. Ich glaube, das müssten wir eigentlich schaffen, weil der Bedarf an Stahl ist ja ungebrochen, der ist ja groß. Ne? Und damit haben wir sehr schnell auch einen Skalierungseffekt. Ja, unbedingt. Und ich meine, wir sind natürlich, ich habe eben davon gesprochen, dass die Regierung mit gutem Beispiel vorangeht. Letzten Endes sind wir als größte stahlproduzierende Nation Europas ja auch mit diesem guten Beispiel vorangegangen, haben jetzt diesen Low Emission Steel Standard entwickelt. Und ich glaube, dass es immer auf solche Frontrunner ankommt. Ich meine, ihr als Unternehmen seid ja auch ein Beispiel dafür. Ihr habt am ehesten gesagt, so komm, lass uns mal losgehen. Und dann folgen andere nach. Das ist auch so ein Stück menschliche Psychologie. Ja? Also man braucht auch jemanden, der vorangeht, der sagt, schaut mal, das geht. Man kann schon mutig sein und das mal grunddefinieren, wenn man offen genug ist, auch Anpassungen vorzunehmen, auch zu adjustieren, was denn passt. Also ich finde auch, wir müssen auch als Stahlindustrie, die ja an die soziale Marktwirtschaft glaubt, ja, also wir sind ja jetzt irgendwie, wie du sagst, irgendwie Subventionsempfänger, wir glauben an die soziale Marktwirtschaft, wir wollen marktwirtschaftliche Prinzipien am Ende für uns gelten lassen. Und dafür brauchen wir aber Standards, dafür brauchen wir auch Regulatorik und da brauchen wir natürlich, um dann nochmal den Bogen zu schließen, im Augenblick auch Anschubfinanzierung für CAPEX und ehrlich gesagt auch OPEX. Ne, bringt mich dazu, das muss ich jetzt einmal noch loswerden, weil grüne Leitmärkte in der Zukunft ist gut und wir kriegen das auch zeitnah hin, aber um überhaupt den Weg dahin zu schaffen, ja, brauchen wir den Staat auch noch als Unterstützer. Also wir brauchen im Augenblick wirklich nicht nur regulatorisch das Vergabetransformationspaket ganz dringend, sondern wir brauchen wirklich und endlich wettbewerbsfähige Energiepreise, um diesen Weg überhaupt durchzustehen, damit wir am Ende grüne Leitmärkte dann auch bestücken können mit dem Angebot an grünen Stahl, wo wir dann die Nachfrage für unterstützt haben. Transformatorische Elemente der sozialen Marktwirtschaft. Also da gebe ich dir völlig recht. Das ganze Thema Energie ist natürlich eine offene Frage nach wie vor. Und da sage ich ganz ehrlich, da hätte ich mir von der jetzigen Bundesregierung auch ein bisschen mehr gewünscht, oder von der jetzigen Politik, es ist ja nicht nur die Bundesregierung, es sind ja alle beteiligt, mehr gewünscht, wenn man sich überlegt, wir schreiben jetzt Juli 2024, vor über einem Jahr ist das Thema Brückenstrompreis in die Diskussion gekommen. Wir haben nach wie vor keine Lösung und ich glaube, da braucht sicherlich trotz aller Transformationswilligkeit auch der Industrie politische Flankierung. Denn ansonsten wird es sicherlich in Summe sehr schwer, auch die Transformation bis zum Ende durchzuziehen und damit diese grünen Leitmärkte auch von unserer Seite Realität werden zu lassen. Absolut. Ich meine, es geht eben bei dem Umbau eines Industriestandorts wie Deutschland auch um langen Atem, um Durchhaltevermögen. Es ist eben nicht nur mit einer Zahlung getan, sondern du musst über Jahre hinweg alle Schritte, die wir ja schon 2020 gemeinsam mit der vorherigen Regierung im Handlungskonzept Stahl aufgeschrieben haben, abzuarbeiten. Das ist eben langfristig. Du musst dabei bleiben. Du kannst nicht als Regierung in dem einen Jahr Hü, in dem anderen Hot sagen. Und wie du sagst, hätte mir natürlich auch erhofft, dass, wenn schon eine Idee aus einem Ministerium kommt, und wir haben ja das Konzept des Brückenstrompreises aus dem Bundeswirtschaftsministerium gesehen, also vom Vizekanzler, dass das in irgendeiner Weise wenigstens von einem Kanzler unterstützt würde, der ja im Wahlkampf, wenn wir uns erinnern, ich sage das jetzt hier mal so deutlich, mit einem Industriestrompreis von 4 Cent geworben hat. Und dass das nicht passiert ist, da muss man schon sagen, da darf man auch eine gewisse Umsetzungsschwäche in der Regierung konstatieren. Und da darf man auch sagen, da hätten wir uns mehr erhofft. Und dann darf man auch fordern, da geht noch was, Leute.
müsst ihr weiter dranbleiben. Da hat die Bundesregierung jetzt noch 1,5 Jahre Zeit. Aber es ist, glaube ich, ganz wichtig, was du sagst. Wir dürfen nicht, und das muss man immer wieder den politischen Entscheidern klar machen, unsere Zeithorizonte enden nicht mit der nächsten Wahl, sondern tatsächlich gehen weiter. Unsere Investitionen müssen sich über die nächsten 20, 25, 30 Jahre letztendlich rechnen und amortisieren. Insofern sind wir da aber auch auf einen überparteilichen Konsens angewiesen. Und da finde ich, glaube ich, ist es auch fair zu sagen, dass wir bei den grünen Leitmärkten das schon auch sehen. Also wenn ich jetzt mal die demokratischen Parteien in Deutschland mir anschaue, dann haben wir dieses Thema grüne Leitmärkte konsensual über auch die gesamte Farbenlehre verankert. Insofern bin ich da zumindest guter Hoffnung, dass wir das sicherlich auch nach einer Bundestagswahl, egal wie sie ausgeht, weiter implementieren werden. Also ich sehe auch, über die Politik hinaus gibt es da auch einen wissenschaftlichen Konsens. Auch das ist ja wichtig, ne? Weil wir auch gesehen haben, stimmt, dass die Politik auch auf die wissenschaftlichen Dissense reagiert. So hoffentlich reagiert sie auch auf den Konsens, was die grünen Leitmärkte angeht. Gibt es ja auch ein Gutachten des Sachverständigenrats dazu. Ich hoffe nur, und das geht in deine Richtung, dass, und auch bei den grünen Leitmärkten, kommen wir am Ende an einen Punkt, wo es Geld kostet. Ja? Es kommt immer irgendwann an einen Punkt, da kostet es Geld. Also der Umbau der Industrie kostet Geld. Der hat ein Preisschild. Und das muss man sich klar machen. Und deshalb war ich zum Beispiel ganz dankbar, dass auch der BDI jüngst mit einem Positionspapier rauskam, der klar sagte, Leute, wir haben in den vergangenen Jahrzehnten einfach nicht genügend investiert in unsere Infrastrukturen. Und da haben sie noch nicht mehr von den Transformationsinfrastrukturen gesprochen, sondern von all jenen, die du erwähnt hast, Brücken, Straßen, die gingen bis hin zu Kindergärten. Ja? Ja. Das ist auch am Ende irgendwie eine wesentliche Investition. Und das bedeutet, wir haben Investitionsstaus. Ja? Wir müssen investieren als Gesellschaft in die verschiedenen in Infrastrukturen, die für uns eben auch wichtig sind. Und da kann ich nur sagen, die Infrastruktur, die für uns in Zukunft am wichtigsten wird, ist die Stromnetzinfrastruktur, die Wasserstoffnetzinfrastruktur und eventuell gucken wir mal, wie es kommt, auch noch CCS, da werden wir sehen. Aber am Ende auch bei grünen Leitmärkten geht es ums Geld. Deswegen kann ich dich nur unterstützen in der Forderung, dass wir eine parteiübergreifende Diskussion und dann auch einen Konsens brauchen, dass der Umbau zur Klimaneutralität bei gleichzeitiger wirtschaftlicher Kraft, und die Stahlindustrie ist dafür sozusagen der Lackmustest, das Leitbild, wirtschaftliche Stärke, dass wir das über die Legislaturperioden hinweg finanzieren müssen. Das heißt, die Arbeit wird dir nicht ausgehen. Nach einem Jahr, jetzt wenn ich nach vorne schaue, bleibt genug für dich auch noch auf dem Teller. Auch wenn wir, glaube ich, ihr als Wirtschaftsverein und wir als Branche im vergangenen Jahr doch einiges erreicht haben. Mit dem Low Emission Steel Standard als einem sehr sichtbaren Signal, aber auch, glaube ich, dem grundsätzlichen Verständnis, dass Stahlindustrie in Deutschland einen Platz hat, auch in der Zukunft. Dass Stahlindustrie gerade in diesem transformatorischen Umfeld wichtig ist und auch aus geostrategischer Perspektive in Europa zumindest ganz klar verortet sein muss. Ich glaube, da haben wir alle gemeinsam im vergangenen Jahr viel Aufklärungsarbeit geleistet und sind auch, würde ich mal so sagen, ziemlich gut durchgedrungen. Wir sind ganz gut durchgedrungen. Also ich glaube, man hört uns ein bisschen deutlicher als vielleicht in den vergangenen Jahren, wenn ich das so vor allem hört man uns mehr zu. das ist ja vor allem wichtig. Ne? Ja. Also man kann rausposaunen, aber es geht darum, Gespräche zu führen, in Diskussionen zu kommen. Aber ich befürchte, dass wir das noch weiter tun müssen. Auch für uns gilt, ne? Genau spiegelverkehrt. Also wir müssen auch dranbleiben. Wir müssen eben auch langatmig sein, hartnäckig sein und immer wieder die Gespräche führen, weil es immer wieder Leute gibt, die es in Frage stellen oder die natürlich auf die Idee kommen zu sagen, man kann auch die Klimaziele erreichen, indem man deindustrialisiert und so etwas. Also das gibt es ja immer wieder und da heißt es immer wieder dagegenhalten, immer wieder unsere Beispiele bringen. Und ich glaube, das wird noch ein paar Jährchen gebraucht, obwohl ich mir wünschen würde, dass ich relativ flott mit euch, mit dem Team der Wirtschaftsvereinigung Stahl erfolgreich sein kann und das alles einloggen. Aber ich befürchte, da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Ja, das wird eine kontinuierliche Arbeit sein. Insofern dir auch für die nächsten 12, 18, 24, 36 Monate viel Erfolg. Wir werden es ja gemeinsam hoffentlich gestalten. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit weiter. Erstmal für den Moment herzlichen Dank dir. Ihnen ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen. Alles Gute und auf bald.